Also, Lisa, was möchtest du wissen? Wie war das damals in der Schule? Saßen da wirklich immer etwa 20 Kinder im selben Raum? War das nicht etwas chaotisch? Chaotisch? Nein, eigentlich nicht. Es taten ja alle das Gleiche. Das Gleiche? Ja, konnten denn alle dasselbe? Nein, nicht wirklich. Aber wieso machten dann alle dasselbe? Und was taten die, wie hießen sie? Die Lehrer? Die Lehrer brachten uns Wissen bei. Der Geschichtslehrer lehrte uns die wichtigsten historischen Ereignisse, die Biologielehrerin das Wichtigste über Lebewesen. Und so weiter. Und alle mussten dasselbe lernen? Ja, es hatten ja alle dieselbe Prüfung. Prüfung? Was ist das? Bei Prüfungen wurden den Schülern Fragen gestellt und wenn die Schüler viele Fragen nicht beantworten konnten, mussten sie das Schuljahr wiederholen. Bildungslevels gab es damals noch nicht. Fragen stellen? Dafür gibt es doch das Internet. Und wenn die Lehrer Inhalte beibrachten, wer brachte den Kindern die Kompetenzen bei, Informationen visualisieren, sich vernetzen, die Designprinzipien anwenden und so? Dafür war niemand wirklich zuständig. Das war etwas zufällig, ob ein Lehrer diese Kompetenzen förderte. Zufällig? Wie konnten die Schüler die Projekte erfolgreich meistern, wenn nur wenige die dafür notwendigen Kompetenzen hatten? Die Schüler mussten damals noch keine Projekte meistern, wenigstens nicht Projekte im heutigen Sinne. Keine Projekte? Du meine Güte! Danke Oma, das ist wirklich sehr interessant, wenn du von den alten Zeiten erzählst. Gerne geschehen. So hinterwäldlerisch waren wir aber damals auch nicht, wie du denkst. Wir konnten damals zum Beispiel alle schon googeln. Googeln? Was ist googeln?